Ich bin gerade mit der Straßenbahn von zu Hause bis zum Hauptbahnhof hingefahren, weil in 10 Minuten kommt mein Zug. Und hier, guck mal, ich habe nur 3 Stunden Schlaf gehabt, weil ich war den ganzen Tag bis tief in der Nacht am Schnitt unterwegs gewesen. Das hat so richtig lange gedauert mit diesem ganzen Exportieren und Hochladen, weil ich wollte ja für euch schon ein paar Videos planmäßig veröffentlichen, währenddessen ich unterwegs bin. Auf der Zugspitze. Und weil ich so müde bin, habe ich mir gerade einen Kaffee gekauft. Und ein belegtes Käsebrötchen. Den werde ich dann irgendwie in Zug trinken und essen. Ich brauche mal einen schnelleren PC, damit das schneller dauert mit dem Schnittarbeiten. Das wird mal Zeit. Mein aktueller PC ist, glaube ich, über 5 Jahre alt oder so. Den habe ich auch noch damals gebraucht gekauft. Und nur leicht aufgerüstet mit, wie heißt das Ding? Mit SSD-Festplatte und etwas Arbeitsspeicher und Soundkarte. Aber egal. Ich muss jetzt erstmal zum Zug rüberlaufen. Das werde ich jetzt machen. So, mein Zug nach Hannover kommt an. Jetzt dort einsteigen und dahin fahren. Herzlich willkommen in der City der Deutschen Bahn nach. So, ich bin jetzt in diesem Zug drin und jetzt nach Hannover hinfahren, Start kommt. Und ich sitze jetzt hier auf dieser räudigen Treppe hier rum. Weil guck mal, dieser Wagen hier. Ich habe hier keinen Platz gefunden irgendwie, um das da hinzuschieben. Ich bin zu voll, das die Treppe hochzuschieben und das irgendwie durch die ganzen engen Sitze da durchzudrücken. Deswegen sitze ich jetzt hier. Und zum Thema mein Wagen hier vorne, den benutze ich nur für die Hin- und Rückfahrt, weil wenn ich dort angekommen bin, der Zuschauer, der mich eingeladen hat, also Helmut, er hat zwei richtige Tracking-Rucksäcke dabei. Also richtig gute, meine ich jetzt. Und einen davon kann ich ausleihen für die Tour. Weil mit diesem hier, das hier die billigste Tracking-Rucksack von ganz Amazon dieser Größe ist, reißt er ständig vom Rücken ab, wenn ich den auf den Rücken trage. Und deswegen ist der hier nur für den Wagen geeignet und mir auch nicht. Ich bin in Hannover angekommen und jetzt zur nächsten Umsteighaltestelle. Und dort wird gleich in 10 Minuten mein ICE ankommen. Ich bin jetzt bei der Umsteighaltestelle und mein ICE, der hat vielleicht 10 Minuten Verspätung, was aber in diesem Fall nicht so schlimm ist. Weil ich komme trotzdem zur selben Zeit an, hoffentlich, laut Fahrplan. Und das wird das erste Mal sein, dass ich im ICE fahre. Prüfen, wie viel Beschleunigung das hat. Prüfen, ob der mehr Beschleunigung hat als meine Gehirnzellen. Und ich habe darauf noch einen Kaffee getrunken, weil ich bin noch ein bisschen müde von diesen 3 Stunden Schlaf, was ich hatte. Und diesen werde ich eben gleich im ICE trinken. Das will ich wirklich machen. Mein ICE kommt hier vorbei. Jetzt, wenn er angehalten ist, dann dort einsteigen. Das mache ich gleich. Ich bin losgefahren und ich weiß noch nicht, ob der Zug schneller ist als mein Kopf. Aber ich glaube, so schnell kann ich nicht denken, um das zu kontrollieren. Wir fahren durch einen Tunnel durch. Guck mal, da hinten ist Harzberglandschaft. Da hinten ist noch mehr Harzberglandschaft. Da drüben ist auch Harzberglandschaft. Da hinten ist noch mehr Harzberglandschaft. Harzberglandschaft. Ich habe gerade gepinkelt und jetzt werde ich zur Bordbistro hinlaufen, weil ich glaube, dass ICE ein Bierzug ist. Weil ich habe da ein paar alte Leute Bier trinken gesehen gerade. Und prüfen, ob dieser Bistro Bier hat. Falls nicht, dann hole ich mir vielleicht einen Kaffee nochmal. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich war gerade am Bistro gewesen und die hatten Bier gehabt. Ich wusste gar nicht, dass ICE ein Bierzug ist. Gut zu wissen. Aber war trotzdem voll teuer gewesen. Aber egal, ein Wegebier, bis ich dann in München angekommen bin.
Wir fahren jetzt durch so ein hier Tunnel oder so durch. Wir sind ganz viele, diese schwarze Tunnel. Ein paar sind voll lang und sowas. Aber jetzt gehe ich mit Bier zu meinem Platz wieder zurück. Das ist ja jedenfalls flüssig. Ach, schon letztes Jahr. Gut, den hat er immer so gut gesagt. Also, ich gehe schon wieder zum Bistro und er kauft mir schon wieder ein Bier. Aber ich glaube, das wird das letzte Hinwegsbier. Weil preislich ist das nicht ganz ohne. Und wenn ich gleich in München angekommen bin, ich glaube noch 2-3 Stunden oder so, 2 Stunden vielleicht, dann habe ich eine halbe Stunde Umsteigzeit. Dann werde ich dort neues Bier kaufen gehen. Ich glaube, genauso mache ich das. Ich befinde mich schon wieder hier in diesem Toilettenraum, extra um dieses ganze Bitburger auszuscheiden, flüssig, von vorne, damit ich leichter werde und so weiter. Und damit gleich noch mehr Platz kommt, damit wenn ich dann gleich in München angekommen bin, ich glaube das ist noch 1,5 Stunden oder so, aber wenn ich dann dort angekommen bin, damit ich mehr Platz im Magen habe für neues Bier. Cool, oder? Noch wenige Minuten, dann bin ich in München angekommen. Also in dieser Bahnhof München. Aber ich glaube, dass das hier, das ist schon München. Ich bin heute das erste Mal in München. Prüfe, wie das da aussieht. Gleich eine halbe Stunde Umsteigzeit. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist in wenigen Minuten in München. Wir erreichen alle geplanten Züge. Ich bin in dieses München angekommen. Das ist das erste Mal, dass ich in München bin. Oder überhaupt in Bayern. Jetzt noch eine halbe Stunde Umsteigzeit. Und dann noch 1,5 Stunden oder so Bahnfahrt. Und dann bin ich angekommen am Zielort. Ich glaube, dieses Garmisch oder so heißt das. Also der Bahnhof hier vorne, der ist schon ziemlich viel spezieller irgendwie. Das hier enthalte Station und sowas. Und dieser Bahnhof hat hier ganz viel Fett dran und so weiter. Aber ich bin auf der Suche nach der Umsteighaltestelle. Guck mal, ich habe hier mein Gleis gefunden. Und in 10 Minuten fährt die Bahn los. Und da vorne steht mein Zug da vorne schon und wartet auf mich. Und kann ich nur betonen, dieser Bahnhof, der ist auf jeden Fall sehr eigenartig. Weil hier sind diese ganzen Gleisen. Das sieht aus wie alles Abstellgleise. Aber egal, ich werde da jetzt einsteigen. Und ich habe mir eben gerade 2 Paderborner gekauft. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Bierzug ist, wo man Bier trinken kann. Ich hoffe, da kann man drin Bier trinken, damit ich Bier trinken kann. Der Zug ist losgefahren. Und im Gegensatz zu meiner Umgebung sehe ich hier keine Verbotsschilder. Das heißt, ich glaube, das ist ein Bierzug. Das heißt, ich kann in den letzten 1,5 Stunden Bahnfahrt ganz genüsslich Bier trinkend Zug fahren. Finde ich gut. Guck mal, da ganz hinten ist diese Alpenberglandschaft. Da hinten ist noch mehr Alpenberglandschaft. Da ganz hinten ist ganz viel Alpenberglandschaft. Und da hinten, da ist auch Alpenberglandschaft. Da hinten ist noch viel mehr Alpenberglandschaft. Prüfen, wie diese Zugspitze oder wie das heißt, von oben aussieht. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und die jetzt noch eine halbe Stunde, da bin ich angekommen. Zu dieser Stelle, wo ich zu diesem Zielort, wie das heißt. Und dann Helmut treffen. Und dann Tasche zusammen irgendwie auspacken und zusammenpacken. Im Schließfach einsperren. Mein Wagen. Und dann Wanderung. Und dann Wanderung, Tag 1 Start kommt.
mit ganz viel Bier trinken. Sieht schon immer besser aus, diese Alpenberglandschaft oder wie das heißt. Sogar mit hier Wolkenkratzer. Noch 10 Minuten, dann ist Ziel erreicht. Nach 7 Stunden und 45 Minuten Bahnfahrt. Da freue ich mich drauf. Gleich endlich diese Maske abziehen, wo hier diese ganzen Bakterien und Baktus und Karies und Maden und Heuschrecken und Larven und Fledermaus und Vögel und Motten und irgendwelche Giraffen und Elefanten und so weiter sich da drin vermehrt haben. Gleich habe ich das endlich los. So, ich bin hier in diesem Zielort angekommen, Garmisch-Partenkirchen oder wie das heißt. Und jetzt werde ich hier Helmut suchen gehen. Jetzt endlich diese versüffte Maske ausziehen, mit diesen ganz vielen Versüfftheit dran und habe ich vorhin erzählt, hier diese ganzen Maden und Heuschrecken und Fledermäuse und Vögel und vielleicht kommen da irgendwelche Elefantenrüssel und so weiter raus, wenn ich das weiterhin aufhabe. Aber jetzt habe ich das endlich abgezogen. Aber jetzt erstmal Helmut suchen gehen. Prüfen, wo er ist. Hier, ich bin angekommen. Ich habe Helmut getroffen. Besten Dank für die Einladung und vielen Dank für das Ticket. Auf jeden Fall, das ist ein super Tier. Ja. Und jetzt Wanderung Tag 1 Start kommen. Wir haben Oettinger. Zum Bier trinken. Und guck mal, das, was ich glaube ich im Zug gesagt hatte. Das hier haben wir mit zum auf den Rücken tragen. Und dann noch hier diese billigste Klapserkarre von Bauhaus mit Oettinger Bier. Und das hier. Das tragen wir auf diese Zugspitzenwanderung. Geprost. Guck mal, dieser Berg da hinten, hinter diesen Wolken, höher aussieht, als wieder aussieht. Der ist Kochelbierberg. Kochelberg. Und wir laufen nach Richtung da lang und da ganz hinten geht das nach Richtung Zugspitze, glaube ich. So, ich werde das hier jetzt gleich wieder auf den Rücken tragen. So, jetzt mit diesem Vollfettrucksack. Jetzt hier, Wanderungsstart kommt. Das macht da ganz hinten hin nur so. Helmut hat mir Stöcke gegeben, damit das leichter wird mit den Vollfetttasche. Und 31 Kilo. 31 Kilo ohne Bier. Geht ziemlich auf den Arsch irgendwie drauf. Der Oberschenkel irgendwie. Aber egal, machen wir. Auf die Zugspitze. Wir müssen auch grillen. Nicht ganz ohne. Das ist, guck mal, die da hinten, das ist so geil. Die einladen auf ein Bier. Guck mal, da vorne ist hier Berglandschaft oder wie das heißt. Da hinten ist auch Berglandschaft. Und da ganz hinten, da ist auch Berglandschaft. wir machen jetzt gerade hier kurz Pause. Hier auf diesen wunderschönen Asphaltboden. Wo bestimmt
vielleicht ganz viele Schafen und Kühe und so weiter hier hingepinkelt haben, ich weiß gar nicht. Oder Ziegen oder sowas, oder Luchse, egal. Aber hier, guck mal, das liegt hier vorne rum. Und das ist voll schwer. Und ich bin da vorne auf den Stromzaun raufgefallen, weil ich ausgerutscht bin. Das war voll schwer gewesen. Aber ich habe zum Glück keinen Stromschlag bekommen. Der Helmut ist hängen geblieben, als seine Brille demontiert. Wie der Schlappi. Oh, der Schlappi Scheiße. Hat zwei Brillen demontiert, aber der Helmut repariert jetzt. Mit drei Bier. Jawohl. Das ist richtig. Ja. Okay. Das ist eine Klickbrille. Klick. Bier trinken. Ohne Mann kein Kampf. Oh Scheiße, mein Stativ ist kaputt gegangen. Das heißt, ich brauche ein neues Stativ. Das war auf jeden Fall ein absoluter Fehlkauf gewesen, dieser möchte gern Stativ für meine Kamera. Ich werde jetzt diesen Vollfett-Rucksack jetzt anziehen und jetzt weiter zu gelaufen. Ein Anstieg mit Schwierigkeit hier. Guck mal, dieser Vollfett-Rucksack hier vorne. Den haben wir sowohl für mich als auch für Helmut verpackt, also für zwei Personen. Und der ist so schwer jetzt gerade, oder ist schon den ganzen Weg schon. Das war, keine Ahnung, alle 300 Meter irgendwie kurz Pause machen müssen. Also bis zu diesem Wege wäre es am besten irgendwie mit meiner zweitbilligsten Klappsackkarre von Hornbach zu laufen. Dann wäre es nicht ansatzweise so anstrengend. Aber wer weiß, wie steil die Berge dann später kommen. Weil wenn die Berge dann später steil kommen, dann ist auf jeden Fall Rucksackpflicht. So, weil ganz viel Regen kommt oder wie das heißt, machen wir genau hier an dieser Stelle hier Lager. Da werden wir unsere Tarps aufbauen. Und hier, guck mal, ich habe mir hier so einen Stock gefunden, worauf ich mein Tarp aufbauen werde, glaube ich. Voraussichtlich. Aber hier ist so ein komischer Steinboden. Aber trotzdem versuche ich das. Weil guck mal, da ganz hinten. Da sieht man das, da ist ganz viel dieses Scheißregen, das tropft runter und so. Und man hört, das regnet immer doller. Da kann man gleich Regentanz machen vielleicht. Aber guck mal, hier. Guck mal da ganz hinten. Das regnet in Ströbe, das sieht man von hier aus. Genau, wir sind hier von diesen komischen naturfarbenen Blätter hier geschützt. Aber guck mal, da ganz hinten, da ist voll stark, so ein richtiger Starkregen. Ja gut, wir bekommen auch ein paar Tropfen ab, aber das ist nicht ansatzweise so schlimm. Und deswegen werden wir hier unser Lager aufbauen. Und da hinten geht's voll weit runter, das ist voll cool. Da kann man runter gucken, so ungefähr. Oder nee, eigentlich nicht, weil das ist viel zu zugewachsen, deswegen kann man dann da nicht runter gucken. Cool, oder? Komm mal, jetzt kommt Starkregen. Wir versuchen jetzt diesen Tarp hier aufzubauen. Helmut findet die Heringe nicht. Ich habe den Hering rangefesselt. Und jetzt
Genau, reintreten mit meinem vergammelten Fuß da drin. Und jetzt, hier, guck mal, hier, so ein bisschen Tarp sieht man hier. Unter dieser ganzen Flüssigkeit, was von da ganz oben hier runterfällt und uns nervt. Und jetzt habe ich den zweiten Knoten hier dran gespannt. Und das kommt hier auch rein. Aber hier ist das schwieriger mit denen. Ich hab's geschafft. Ich habe gerade meinen Tarp hier hingeschmissen. Diese Ecke ist auch gemacht. Und ich habe hier jetzt hier Seil gemacht. Und ich habe hier einen perfekten Stock gefunden. Den werde ich genau hier drauf machen. Und das hier rüber binden. Und jetzt. Keine Ahnung, was ich mache. Ja, hier, guck mal. Oh, Scheiße. Ich habe alles kaputt gemacht. Und ist aber wirklich scheiße. Ein Stein. Hier. Und das als Hammer. Geht's locker. Könnte man das hier rüberziehen? Ja. Genauso wie das hier. Das da rüberziehen, genau, das ist ja besser. Und dann, keine Ahnung. Das sind reinregend. Genau, dass man das hier komplett geschlossen hat. Hier drunter kann man rumpennen und so weiter. Da haben wir so ein paar Sachen trocken gelegen. Und guck mal. Eigentlich hätten wir uns diese Mühe nicht gebraucht, weil hier ist eine Hütte, wo hier ein Dach oben drauf ist. Und deswegen war das eigentlich theoretisch umsonst gewesen, dass wir Tarp flüchtig aufgebaut haben im Regen. Cool, oder? Richtig geil. Das feiern wir. So, hier ist unser Homeoffice, der erste Feuerstarter. Aaron ist zum Fressen da. Na, ja, das ist im Kern einigermaßen trocken. Das größte Rotzholz. Aber egal. Gleich Nassholzverbrennung kommt. Ja genau, gleich Nassholzverbrennung kommt. Es raucht. Das ist eine Mischung aus Trockenholz und Nassholz. Zum Rumbrennen. Und das macht uns hier Duftvergiftung. Oh, ja. Mit den ganzen Rauch und... Genau, was dieses Graue hier produziert. Das, was diese ganzen Augen brennen. Genau, Augenverbrennung macht das die ganze Zeit. Dieses Graue, was da rauskommt. Das habe ich gerade erlebt. Helmut pustet.
ungefähr Grillfeuer mit Stock, Metallstock. Das pustet hier ran, damit hier brennt, damit hier noch mehr Glut kommt und so weiter. Dass hier Flamme kommt und sowas. Und hier oben ist Grillrost. Und wenn das da unten erledigt ist, dann kommt da drauf, auf dieses Rost drauf, da kommt dann gleich Fleisch oder sowas drauf. Dieser Grillrost, das hat Helmut so eingerichtet, dass das eingesickt in diesen zwei Stockblöcken hier dran genau da drin ist. Und Helmut pustet. Helmut versucht, das Ganze insofern zu brennen und das hier dann hier drunter zu kippen, dieses Gebrannte, und dass das hier noch mehr brennt, damit das, was hier dann brennen würde, hier nach oben hoch kocht, damit dieser Grillrost heiß wird, damit man dort Grillfleisch drauf tun kann. Ah, meine Augen schmerzen von das hier, von diesen von diesem Dampf, was da draus hier kommt. Hier, guck mal, Helmut hatte diese Bohnen in meinen Tarp drin gehabt und auf frischer Tat ertappt, hat er eine Maus gesehen, wie diese Maus hier das hier weggefressen hat. Dieser Loch hier in diesen Kaffeeboden. Geil, oder? Prüfen, ob heute Nacht irgendwelche Mäuse meine Ohren oder Nasen nur anfressen tun. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gib Prost. Prost. Kartoffeln müssen braten. Da muss irgendwann ein bisschen mehr braun und fest dran kommen. Was für ein Riesenloch mein Scheißschuh hat. Ich hab Bier getrunken. Hehehe.